Und wir sind in der Höhle drinne. Ja, das ist jetzt einfach. Warum sagen sie, wow, das ist Dschungel? Da habe ich irgendwas nicht mitbekommen. Ach, da vorne ist noch was. Ein Toter. Danach sind das Siedler. Vielleicht gab es einen Kampf? Nein, das glaube ich nicht. Sieh dir ihre Positionen an. Ja, du hast recht. Sie wurden gestapelt oder einfach gegen die Wände gelehnt. Sie waren schon tot, als man sie hergebracht hat. Das ist ein Massengrab. Da hinterlassen wir ja auch Massengräber. Hallo? Und zwar von Shoreline-Soldaten. Sieh dir das Schild an. Verräter. Einer der Rebellen. Eine schlimme Art zu sterben. Hier ist noch einer. Sorry, Kumpel. Nicht böse gemeint. So. Ach, das macht sie mir jetzt nach, oder? Jo. Warten wir doch kurz auf. Ach nee, sie macht's eleganter. Das ist zumindest jetzt die andere Seite der Brücke. Da sind wohl noch ein paar mehr Verräter, die hier rumhängen. Ich habe gerade verstanden, mehr Geigen. Oh mein Gott. New Devon. So kann man eine Rebellion natürlich auch niederschlagen. Ich frage mich, ob das die ganze Zeit geplant war. Die Siedler alle umzubringen? Nein, sie herzulocken in der Hoffnung auf einen Token, um ihnen dann alles wegzunehmen, was sie haben. Wir haben es ja auch mit Piraten zu tun. Aber das ist ziemlich melancholisch, selbst für Piraten. Hier mal eben so ein bisschen rumlaufen, aber so wie es aussieht, müssen wir hinten rein. Kann man hochklettern? Ich bin der König der Welt! Und ich glaube, hier muss man sogar auch hochklettern, oder? Das sieht ja so. Brauch doch kurz deine Hilfe! Die Dinger sehen nicht stabil aus. Sind sie nicht. Sei vorsichtig. Ups! Ich weiß gerade noch nicht so ganz, wie ich weiterkomme. Oh, so ist doch ein guter Plan. Komm hoch. Alles klar. Ja. Was wäre doch viel geiler, wenn New Devon noch bewohnt wäre. Willkommen auf Averys Landsitz. Wirklich schön hier. Mal abgesehen von den ganzen Baumängeln und Wasserschäden. Ganz klar Abwasserprobleme. Der Traum eines jeden Heimwerkers. Okay, also offenbar hat jemand den Damm da gesprengt und alles unter Wasser gesetzt. Ich hatte es vergessen. Wie gut du bist. Okay, und welches meinst du ist Averys? Das größte? Ich tippe auf das. Ist da. Nur so eine Idee. Dass das noch intakt ist. Oh. Du bist auch nicht schlecht. Ja, ach, ich hatte ein bisschen Übung, habe ein paar Bücher gelesen. Mist! Was? Was? Schau rein. Sam. Er lebt noch. Ja, noch. Na los.
Okay, halt die Augen nach Shoreline-Typen offen. Ja. Lass mal gut gehen. Ups! Alles okay? Gehen wir doch hier lang. Ach so, ah, das war jetzt blöd. Na, da bin ich ja gerade raus aus der Pirre. Ich vermute, hochklettern ist gar nicht mal so schlecht. Okay, da komme ich so. Wir wollen ja nach hinten, also. Hier durch. Vorsicht, Kopf. Das scheint. Da geht's nicht weiter. Geht's zurück? Ach, da. Nehmen wir doch die Tür. Den konnte jemand nicht ausstehen. Oh, noch eine alte Notiz. Aha. Gründer England. Okay, die sind, vielleicht sind die Gründer untereinander scheinbar. Sieht ja gerade vielleicht so ein bisschen aus, als wären die vielleicht aneinander geraten. Überlege ich gerade, wenn ich das hier richtig sehe, kann ich hier wahrscheinlich halbwegs nah ran. Also mein Ziel ist jetzt halt erstmal halbwegs nah ungesehen ranzukommen. Oh scheiße, da komme ich dann doch nicht durch. Okay, dann machen wir das wie folgt. Ich glaube, es gibt einfach keine Atemanzeige. Alles super. Wo ist denn jetzt der Shoreliner hin, der mich da gerade, der muss ja über mir gewesen sein. Oh shit. Ich glaube, ich muss hier erstmal. Wenn du wieder ins Wasser gehst und da Wasser da hinten drin spielst. Geschlagen. Versuch's doch. Wir sind bereit. Ach Scheiße, hinten sind ja auch noch welche. Thank you.
Ich wollte jetzt hier eben kurz warten. Fragst du das echt? Nach der ganzen Geschichte? Komm, put. Nein, du suchst deinen Freund nicht. Ich will eigentlich, wenn es geht, noch mal kurz ein bisschen unentdeckt bleiben. Okay, mal eben kurz gucken. Wie kann ich jetzt hier weiter unentdeckt lang gehen? An den Händen komme ich nicht ran. An den nach vorne komme ich auch nicht ran. Es sei denn... Ja, ich bin dummerweise nur, ich dachte, wollte mich eigentlich da vorne ranhängen und hatte gehofft, dass ich da oben ins Gras komme. Was ja nicht so ganz geklappt hat. Erstmal kurz in Deckung. Nein. Oh, scheiße. Und ich habe doch schon so viele getötet. War natürlich klar, dass ich jetzt wieder hier vorne anfange. Vielleicht mache ich es diesmal anders. Gut. Also mein Plan ist jetzt, glaube ich, ich nehme den da oben, den hier unten und den da oben noch raus. Ja. Und da oben konnte ich mich, glaube ich, halbwegs in Deckung begeben. Das Problem gerade eben war, dass ja hinter und vor mir welche waren. Eine ganz blöde Stelle, wenn du entdeckt wirst. Ganz kurz. So, wo sind jetzt die nächsten? Da hinten ist einer. Da oben auf der Ebene müsste auch irgendwo einer sein. Denn das da vorne gerade überlebt. Okay. Ich glaube, als nächstes. Entweder den. Der da her. Muss mich eben in Deckung begeben. Oh, scheiße. Oh. Thank you.
Redet mit sich selbst jetzt. Okay, also. Das Ganze muss jetzt wohl... Aha. Willst du nicht mal woanders hingucken? Vielleicht ist das gar nicht mal eine schlechte Taktik. Jetzt einfach ein bisschen... einen auf ruhig machen. Ich glaube, sie haben mich noch nicht ganz wieder verloren. Gut, weil jetzt haben sie mich wieder verloren. Ich meine, ich habe jetzt auch keinen Plan, wo sie sind, aber mit ein bisschen Glück kann ich mir jetzt wieder ein, zwei einzelne Leute krallen. Ah, dann bewege ich mich hier mal eben kurz wieder. Komm. So. Da hinten ist noch einer, aber den lasse ich jetzt auch ein Stück rankommen. Okay, ich habe jetzt keinen Plan mehr, wo noch... Ah, da hinten ist noch einer. Da hinten sind auch noch welche. Was macht denn... Achso. Ach scheiße, da hinten ist ja auch noch einer. Okay, mein Plan war, das lenkt sich vielleicht ab.